Ich habe mir gedacht, ich nehme euch heute mal mit auf ein Follow Me Around, da heute ein bisschen was in meinem... Ja, damit ein... Da heute ein bisschen was in meinem Tag passiert, an meinem Tag. Ja, der Tag startet astrein, sage ich euch. Die Kamera hat gerade abgebrochen. Dann dachte ich mir in der Zwischenzeit, stelle ich mich doch mal am Balkon. Bin ich jetzt überhaupt scharf? Stelle ich mich doch einfach mal am Balkon und trinke ein bisschen Kaffee und genieße die schöne frische Morgenluft. Und ja, habe dabei dann erstmal so ein cooles Foto geschossen für Instagram und kurz darauf geschah das. Ja, was soll ich sagen? Naja, also was ich eigentlich sagen wollte, oh, meine Hand ist extrem rot, ne? Die reißen da so extrem schnell bei mir und bei der Arbeit bluten mir dann auch immer da die Knöchel. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Ich nehme schon so eine gute Handcreme. Naja, genau, was ich erzählen wollte. Es passiert heute recht viel in meinem Alltag. Also verhältnismäßig. Mensch, die Kamera bricht andauernd ab. Ich verstehe es nicht. Und da dachte ich mir, nehme ich euch doch einfach mal mit. Jetzt steht erstmal ein wenig Haushalt auf dem Zettel. Geschirrspüler ausräumen, denn unser Geschirrspüler funktioniert jetzt seit 2 Monaten schon nicht. Also seitdem wir hier in dieser Wohnung wohnen. Und also es funktioniert ein einziges Programm und es macht noch nicht mal komplett sauber. Und heute ist es endlich soweit, dass jetzt um 11 Uhr wer kommt und uns einen neuen Geschirrspüler bringt. Deswegen muss ich den jetzt gleich nochmal schnell ausräumen. Ich hatte Maxi gestern noch darum gebeten, den nochmal abends anzustellen, damit die Sachen halt, ja, alle mehr oder weniger sauber sind. Der dann auch wirklich leer ist, bis wer kommt. Ich hatte nun gestern Abend gearbeitet, ich war um 3:30 im Bett und nun haben wir es 20:20 ungefähr müsste es sein. Deswegen mache ich jetzt schnell etwas und ja, nehme euch mit und dann kommt gleich erstmal der Herr und dann erzähle ich euch ein bisschen mehr zu dem heutigen Tag. Ihr habt es gerade mitbekommen, es hatte schon geklingelt, die waren schon geklingelt, die waren schon früher da als erwartet. Also es war, ich sagte vorhin zu euch, es ist 20:20 ungefähr, es war schon später, da habe ich mich ein wenig verschätzt, aber letztendlich waren sie jetzt schon um 10:50 da und ich musste schnell die Tür aufmachen. Ja, die Kamera hat mal wieder abgebrochen, ich hoffe, es zieht sich nicht den ganzen Tag durch. Ja, die haben dann geklingelt und dann musste ich schnell die Tür aufmachen und habe dann eben gerade den Geschirrspüler weiter ausgeräumt, als sie dann da waren. Bin ich beim Schaf? So. Ja, und dann habe ich natürlich die Tür auch genau so geöffnet. War mir ein bisschen unangenehm, ich stand hier die ganze Zeit so und habe die ganze Zeit versucht, nur so meinen Cardigan zuzuhalten, dass sie das nicht sehen. Ich glaube, es ist aufgefallen. Naja. So ist das, wenn man ein bisschen tollpatschig ist, ne? So, ja, und nun haben wir einen neuen Geschirrspüler. Ich zeige ihn euch. Total cool. Ist das überhaupt scharf jetzt? So, hier an- und ausmachen. Hier kann man ein Programm auswählen, was ich saumäßig cool finde. Hier oben stehen die Programme. Programm 1, Programm 2 und so weiter. Ist hier alles aufgezeichnet. Und wenn ich dann darauf drücke, ich mache ihn an. Hallo? Jetzt zeigt er mir Programm 1 an. Programm 2, dann zeigt er direkt im Anschluss, wie lange das dauert. Programm 3, wie lange das dauert. Das finde ich schon mal cool. Und das ist ein Geschirrspüler, der A++ Energie hat. Oder sagt man das so? Ich weiß nicht, wie man es formuliert. Auf jeden Fall, ne, was die Energie angeht, A++. Und er hat mir so erklärt, dass die Programme so lange dauern, so lange laufen, weil er halt weniger Strom verbraucht. Und dann dauert es aber ein bisschen länger und so weiter. Keine Ahnung. Ja, dann hat man hier noch so einen Schlüssel. Das heißt, man kann ihn hier bei der Uhrzeit
Bei den Zeichen kann ich eine Uhrzeit einstellen. Also ich kann quasi das Programm auswählen und sagen, er soll jetzt irgendwie heute Abend, wenn wir ins Bett gehen, soll der Geschirrspüler angehen. Oder wenn wir mittags, wenn wir beide auf der Arbeit sind oder so, dann können wir hier eingeben, um wie viel Uhr er starten soll, nachdem wir das Programm ausgewählt haben. Und hier können wir dann raufdrücken, damit er das speichert und das Ganze quasi abgeschlossen ist, dass man nichts mehr dran ändern kann. Was ich ganz cool finde, wenn man Kinder hat, ne? Und die dann da vielleicht immer gern mal dran rumdrücken. Ja, ich bin sehr erfreut drüber. Der andere, ich hätte ihn euch vorhin mal zeigen können. Habe ich natürlich noch nicht gemacht. Aber der andere war so super verkalkt und das hat alles nicht richtig funktioniert. Der war also wirklich so verkalkt. Ich bin da mit reiner Säure ran. Ich habe alles versucht. Ich habe ihn nicht sauber bekommen. Und deswegen hat er wohl auch nicht mehr vernünftig gereinigt. Und dann hatte er halt auch noch einen Programmierfehler. Ja, weshalb diese Programme alle nicht gingen. Hier, was ich cool finde, ich weiß gar nicht, die Körbe kommen noch nach unten. Na, ist vielleicht zu Beginn erstmal so. Was ich ganz cool finde, hier an diesen roten Dingern kann ich das ganze obere Teil in der Höhe verstellen. Das heißt, wenn ich unten jetzt höhere Teller habe, ich habe zum Beispiel Deko-Teller, die ziemlich groß sind, und wenn ich dann diese hohen Teller habe, kann ich einfach den oberen Korb eine Etage höher setzen und das finde ich total klasse. Also meine großen Deko-Teller musste ich zum Beispiel bisher immer mit der Hand abwaschen, weil sie unten reingepasst haben. Aber dann konnte sich hier dieses Ding da nicht drehen. Ja, ja gut. So viel dazu. Ich dachte, ich zeige euch das mal. Und so sieht es jetzt hier aus, weil da die ganzen Sachen drin sind, die nicht sauber geworden sind. So, scharf. Jawohl. Da sind die ganzen Sachen drin, die nicht sauber geworden sind und jetzt halt mein Kaffeebecher von eben. Das werde ich also jetzt mal in den neuen Geschirrspüler reinräumen und da muss ich jetzt unbedingt erstmal was essen. Oh, mir grubbelt der Magen. So, und bei mir gibt es jetzt noch ein Käffchen und ein Glas Wasser dazu. Und dann habe ich mir zwei Scheiben Brot geschmiert. Einmal mit so einem Frischkäse und das andere ist ein Schrimpssalat mit Cocktailsoße mit Möhrchenstücken drin und Ananas. So, wir ziehen jetzt mal um ins Schlafzimmer, denn, hoppala, was heute Abend kommen wird oder was heute noch kommen wird, ich hatte ja gesagt, heute passiert ein wenig mehr. Meine Mädels kommen mich heute Abend besuchen. Ich freue mich so und die sind dann 5 Tage hier und ja, mal schauen. Ich würde gerne auch viel filmen, wenn die jetzt hier sind. Mal gucken, inwiefern die da auch Lust zu haben. Mal schauen, ob die sich zeigen vor der Kamera. Und aufgrund dessen beziehe ich jetzt das Bett nochmal komplett neu. Denn die Mädels sollen dann natürlich auch in frischer Bettwäsche schlafen. Wir müssen nochmal schauen, wie wir das machen mit der Deckensituation. Denn der Maxi ist da, ich bin da und meine beiden Mädels sind da. Wir sind also zu viert. Wir haben 2 große Bettdecken und 2 Wolldecken. Also habe ich jetzt schon so gedacht, dass ich vielleicht mit Maxi eine Decke und eine Wolldecke nehme und die Mädels auch eine Decke und eine Wolldecke. Es ist eine große Decke. Und unter einer so einer großen Decke haben Maxi und ich jetzt fast 2 Jahre gemeinsam geschlafen. Erst jetzt haben wir gesagt, dass wir die zweite mit ins Bett holen und jeder seine Bettdecke hat. Jetzt, wo wir ein größeres Bett haben und auch jeder eine eigene Matratze hat, ist es natürlich schon schöner, wenn man dann auch wirklich eine eigene Decke hat. Ja. Genau, und deswegen werde ich das Ganze jetzt nochmal frisch beziehen und ja. Wir haben uns jetzt ja gerade das Bett und die Matratzen und alles komplett neu gekauft. Und mein lieber Schatz hat das Bett aufgebaut und die Matratzen reingelegt und ausgepackt und alles Mögliche. Und auch gleich frisch bezogen. Und ich hatte das Bett schon mal frisch bezogen, da lagen die Matratzen aber anders. Und jetzt gerade ziehe ich das Bettlaken ab und was sehe ich da?
sind noch irgendwelche Zettel rangetackert. Sag mal, ist das typisch Mann? Eieiei, das ist auf jeden Fall typisch Maxi. Dann lässt er hier so einen neuen Zettel dran. Ja, gut. Und da ist auch noch was. So, ja, falls ihr es seht, wir haben hier unten auch noch Kartons drin. Ne? Die Wohnung ist ja nicht besonders groß und wir wollen aber die Umzugskartons jetzt nicht wegschmeißen, weil die kosten natürlich jede Menge Geld. Und wir wollen sie dann halt zwischenlagern bei der Familie. Allerdings waren wir jetzt seit dem Umzug noch nicht wieder in Deutschland. Und deswegen müssen wir irgendwo jetzt diese Kartons zwischenlagern. Und da haben wir jetzt ein paar hier drin gehabt. Ein paar waren hinter den Kommoden versteckt und so. Und halt auch viele im Badezimmer. Und jetzt haben wir sie mittlerweile alle auf den Balkon gebracht, weil es nicht mehr so feucht draußen ist. Und ja, ich meine, es sieht schon wirklich ein bisschen daneben aus. Max ist letztens auf den Balkon gegangen und sagte zu mir, ach du Scheiße, das sieht total aus, oder das sieht aus, als seien wir die totalen Assis. Ja, da fliegt wirklich viel rum, von Werkzeug über irgendwelche Pflanzen, Farbeimer und die Kartons. Das sieht wirklich schon ein bisschen daneben aus. Aber ich meine, was sollen wir machen? Wir haben keinen Keller, wir haben keine Abstellkammer. Und in der Wohnung nervt es uns noch eher als auf dem Balkon. Ja, und deswegen, es ist ja nur vorübergehend. Jetzt im April geht es für uns nach Deutschland wieder. Und da kommt das dann alles mit. Genau. Ja, wie bin ich denn da jetzt eigentlich drauf gekommen? Ach so, wegen der Kartons, ja. So. Nee! Hier drüben sind noch mehr Zettel dran an der anderen Matratze. Das gibt's doch nicht. Maxi, Maxi, Maxi. Da hing ein richtiger Flyer an der Matratze dran. Mann, Mann, Mann. So. Wir haben im Übrigen zwei Matratzen, was ich schon erzählt hatte. Und wir haben uns extra einen großen Matratzenschoner und ein großes Bettlaken gekauft, damit die Besucherritze nicht ganz so groß ist. Ich weiß, es gibt auch solche Liebesbrücken, nennen die sich. Solche langen Dinger, die man dazwischen packen kann, um diese Rille halt zu füllen. Aber wir wollten erstmal schauen, ob das so geht. Und so geht das schon ganz gut. Unsere Matratzen haben dieselben Höhen, ja nicht ganz. Aber bei dem einen ist das Lattenrost höher und bei dem anderen ist die Matratze höher. Und dadurch gleicht sich das so relativ gut aus. Und ja, wir haben verzichtet auf einen solchen Ritzenfüller, eine Liebesbrücke. Und kommen so ganz gut zurecht. Ja. Also wenn ihr sowas überlegt, kann ich euch nur empfehlen, einen großen Matratzenschoner und ein großes Bettlaken zu nehmen. Im Übrigen hat Maxi sich diese Bettwäsche gewünscht. Ja. Es ist tatsächlich so. Ich hatte diese ja schon mal und in den letzten oder die letzten Male, wenn wir Bettwäsche gewechselt haben oder so. Scheiße, falsch rum. Nein! Hat er immer gesagt, ja Schatz, machst du die rosane Karierte drauf? Und das wollte ich immer nicht, weil wir jetzt ja zwei Decken haben, wie gesagt.
Und wir haben nur einen Bezug davon gehabt. Und ich möchte gerne, dass das dann einheitlich ist, dass wir auf beiden Decken denselben Bezug drauf haben. Und jetzt waren wir gerade bei Ikea. Und dann hat Maxi sich auch nochmal einmal so einen Bezug gekauft, damit wir das auch hier drauf haben können. Also gibt es heute rosa kariert für das Mäxchen. Wir haben jetzt ja ein zweites Mal diese Bettwäsche nachgekauft. Erstmal ist diese Farbe hier viel intensiver als von der alten. Weiß ich jetzt nicht, ob es vom Waschen kommt. Oder wirkt es jetzt? Ja, es kommt bestimmt vom Waschen. Aber was sich unterscheidet, bei der alten Bettwäsche gab es damals noch ein großes Kissen. Ich glaube, das müsste irgendwie 80x80 sein oder so. Steht hier was? Keine Ahnung, also ich vermute, dass es irgendwie 80x80 ist und das ist jetzt bei der neuen Bettwäsche drin gewesen. Also, ja, es ist schon viel kleiner. Mal gucken, ich habe sowieso nicht so ein großes Kissen, vielleicht, ja, oder ich nehme ein anderes kleines Kissen. Der Maxi hat hier so ein großes Ding, hatte ich mir eigentlich mal gekauft, das ist so ein, nennt sich das, ich weiß jetzt nicht, wie sich das nennt, wo man sich halt reinlegt und was dann extrem nachgibt, was sich anpasst und sich wirklich richtig im Nacken füllt und am Kopf dann nachgibt, dass man diese Stütze hat im Nacken. Ich komme damit nicht so gut klar, also für mich fühlt sich das nicht schön an, das Kissen. Dem Maxi gefällt es aber wohl sehr gut und deswegen ist jetzt eins. So, und ich nehme immer so kleine Zier-Deko-Kissen. Oh ja, hier fliegt noch einiges rum. So, nehmen wir doch mal die hier. Tschu! Hi! So, hier haben wir noch ein kleines und da kann man den Bezug auch dann nochmal waschen. Das passt. So. Wobei, bei der neuen, nee, die neue Bettwäsche ist heller. Genau, dann ist es gar nicht ausgewaschen. Weil das große Kissen hatte ich ja bei der alten Bettwäsche dabei und das kleine jetzt bei der neuen. Und das kleine ist heller. Dann ist es nicht ausgewaschen. Dann sind sie wirklich, haben sie das ein bisschen geändert. Tja. Naja, gut. So, da fällt es nicht auf. Stört mich nicht. Aber so ein Kissen ist schon ein bisschen doof irgendwie. Sieht schon irgendwie ein bisschen witzig aus. Das kleine Ding da jetzt. Naja. Gut, die Kissen kommen weg. Das wird gewaschen. So. Es ist Wahnsinn. Ich habe sogar noch ein Kissen gefunden. Ich wusste gar nicht, dass wir so viele Kissen haben. Das sind jetzt 2 normale große Kissen und das ist noch so ein Nackenkissen. Und dann habe ich den die Decke bezogen und noch ein Bettlaken hingepackt.
Also ist schon mal alles vorbereitet und nun kann ich in Ruhe weitermachen. Was habe ich denn noch auf dem Zettel jetzt? Drehe euch mal. So. Gehen wir einfach mal ins Wohnzimmer. Was habe ich heute noch auf dem Zettel? Also alles vorbereiten für die Mädels. Ach, hier, das kann ich euch hier mal kurz zeigen. Hier im Flur schaut ihr... Oh, mein Pfefferspray. Oh. Hier hatten wir vorher andere Bilderrahmen hängen. Hier hatten wir 4 Stück hängen in 4 verschiedenen Größen, 4 verschiedene Bilder, 4 verschiedene Farben, 4 verschiedene Rahmen. Und das fand ich so schrecklich, dass ich zu Maxi gesagt habe, das geht nicht, das muss ab. Und deswegen liegen die da jetzt. Also es sind wirklich komplett verschiedene. Und er hatte Angst, dass sein bester Freund dann hier jetzt gar nicht mehr in der Wohnung hängt, weil der hing da nämlich auch. Und da habe ich gesagt, alles gut, der Kai, der kommt schon irgendwo noch an die Wand. Keine Angst. Und habe diese Dinger jetzt angebracht. Also ja, da werde ich nochmal schauen, wo diese ganzen Bilder jetzt noch verteilt werden, die hier liegen. Und ihr habt, wenn ihr meine erste Wohnungstour auf diesem YouTube-Kanal schon gesehen habt, habt ihr gesehen, dass ich damals in meinem Flur 2 dieser Rahmen hatte. In dem einen hatte ich meine Sonnenbrillen hängen und in dem anderen so Deko eine Kette drin hängen, was ich ganz schön fand. Und nun habe ich noch einen dritten gekauft. Hier oben muss ich noch drüber streichen. Da habe ich jetzt das Loch zugemacht von dem einen Bilderrahmen. Ja, und nun sollen da wieder meine Sonnenbrillen rein. Hier, finde ich total cool, habe ich mir im Baumarkt, oder haben wir im Baumarkt, 5 Haken gekauft. Okay, es will nicht scharf. Es will nicht scharf werden. Naja, ich habe auf jeden Fall, wir haben da 5 solche Haken gekauft, die habe ich da unten reingeschraubt. Und dann stelle ich mir das so vor, dass da jetzt die Sonnenbrillen reinkommen. Hier vielleicht so eine winzig kleine Kakteen und ein kleines Dekotierchen oder sowas. Und da vielleicht ein schönes Bild von uns beiden mit irgendeinem Andenken oder irgendeine Deko rein oder so. Mal gucken. Also vielleicht interessiert es euch, dann würde ich da eventuell sogar ein extra Video zu machen. Ich weiß es nicht. Wobei es ja schon begonnen hat. Also es wäre ja nicht so, dass ich euch jetzt von Anfang an daran teilhaben lasse, wie ich das mache. Ich könnte es nochmal erklären, aber... Es ist so spektakulär. Ich weiß es nicht. Kalter Kaffee. Ja, die Mädels kommen ja heute Abend. Und die Melli, die hatte wie ich schon Geburtstag. In der Zwischenzeit, jetzt wo wir uns nicht gesehen haben. Wir haben uns zuletzt gesehen. Oh Gott. War das wirklich zu Weihnachten? Ich glaube ja. Ich glaube, zu Weihnachten haben wir uns zuletzt gesehen. Naja, und nun bekommt die Melli halt heute auch ihr Geburtstagsgeschenk und da haben wir uns was ganz Cooles ausgedacht, eine Aktivität. Das werde ich euch dann, das werdet ihr dann später noch mitbekommen. Und die Melli steht auf, boah, wie kann man es denn beschreiben? Sie hat einen sehr eigenen, coolen, schönen Einrichtungsgeschmack. Ja, es ist irgendwie retro, auch ein bisschen alte Sachen und hat halt so viel blau-weißes Geschirr auch. Und da hatte ich jetzt letztens im Geschäft per Zufall diese kleinen Becher gesehen und dachte, oh Gott, wie süß, das passt total zu ihr. Es gab noch andere, die ein schöneres Muster hatten. Also ich finde das Muster auch schön, aber ein Muster, was meiner Meinung nach mehr zu ihr passen würde. Aber dazu gab es kein passendes Konservenglas oder Einmachglas oder wie auch immer. Denn das fand ich auch super süß. Das ist so winzig klein, seht ihr? Und oben ist halt dieses Muster drauf. Und es gab wirklich nur noch diese Gläser mit diesem Muster drauf. Und deswegen habe ich ihr dann dieses kleine Becherchen mit dem Muster auch geholt. Ja, und dann gibt es ein kleines Briefchen für sie. Mann, also irgendwie läuft das hier heute mit der Schärfe nicht so ganz. Dann gibt es einen kleinen Brief für sie, in dem ich dann auch reingeschrieben habe, was wir für eine schöne Unternehmung die nächsten Tage machen wollen. Das werde ich jetzt gleich alles nochmal schön verpacken und ja, das war's erstmal. Mal gucken, was jetzt noch kommt.
gerade vielleicht gesehen habt, ja, ich habe mich umgezogen. Ich habe mir hier so ein schlabberiges Top angezogen und ein Cardigan. Denn ich habe gerade Wäsche angestellt, eine helle Maschine und... ist ja eine Sache mit dem Scharfstellen. Und ja, da sind die Shirts natürlich direkt mit reingekommen. Und habt ihr schon meine Plüschischuhe gesehen? Süß, oder? Ja, die habe ich von meiner lieben Schwiegermutti in Spee geschenkt bekommen. Und ja, meine alten wurden ausgemistet und dann sind hier nach Graz jetzt die neuen mit eingezogen. Und was wollte ich noch sagen? Ja, es ist so schlimm. Ich finde den hellen Boden ja wirklich schön, ne? Das helle Laminat. Das gefällt mir ja wirklich gut, aber so schön es auch ist, es geht mir so tierisch auf den Zeiger. Wir müssen hier wirklich, oder wir können hier wirklich täglich saugen. Mm. Ja, in der letzten Wohnung hatten wir ja dunkles Laminat. Ja, Laminat allgemein ist natürlich so eine Sache, da muss man öfter saugen als beim Teppich meist. Und ja, aber bei dem hellen hier ist es auf jeden Fall noch schlimmer als in der anderen Wohnung. Bei dem dunklen Laminat. Wobei, wir haben hier auch viel Licht in der Wohnung und du siehst natürlich auch direkt jeden einzelnen Fussel, der hier auf dem Boden liegt. Schrecklich. Naja. So, was habe ich jetzt noch? Ich werde mich jetzt umziehen. Oh, jetzt ist mir warm. Ich werde mich jetzt umziehen. Werde das kleine Geschenk fertig machen, wovon ich euch erzählt habe. Und ich glaube, dann fahre ich nochmal zu DM. Kommentieren könnt ihr auch. Es gibt ja Leute, die stellen die Kommentierfunktion aus. So, und das schreibe ich jetzt mal groß. Na, jemanden? Genau. Ja, ich glaube, eigentlich hätte ich gern noch mehr Smileys. Naja. Oh Mann, ich hasse es, so spät aufzustehen. Ja, wie gesagt, ich war ja erst irgendwie um 10 aufgestanden. Nun ist es mittlerweile schon 5:30, kurz vor 6. Ich habe gerade ganz viel Video geschnitten. Das nimmt so viel Zeit immer in Anspruch. Und ja, das war eigentlich alles, was ich gemacht habe. Ein bisschen Haushalt und Videos geschnitten. Und nun wird es schon langsam wieder dunkel. Deswegen schwinge ich mich nun ganz schnell aufs Rad und werde noch mal kurz zu DM fahren, bevor der Maxi gleich zu Hause ist. Und dann hole ich mit euch nachher meine Mädels ab. Bevor wir vergessen, noch irgendwie zu filmen heute und das Ende zu drehen, wollten wir noch mal kurz anstoßen. Auf ein paar schöne Tage.